Hi, ich bin Zhang von Amorelie und heute bin ich unterwegs, um mit euch über das Thema Oralsex zu sprechen. Und los geht's! Und zwar haben wir geresearched, was die meisten Suchanfragen auf Google sind zum Thema Oralsex. Ich sag jetzt einfach mal einen Satzanfang und du beendest den. Hilft Oralsex beim? Denken. Okay. Definitiv beim Denken. Beim Orgasmus? Ich stehe jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Tatsächlich suchen viele Leute nach, hilft Oralsex bei Halsschmerzen? Was? Ich hatte Halsschmerzen, aber ich habe keine Hilfe bekommen. Ah, okay. Ist eine Reaktion, hast du schon mal gehört wahrscheinlich, oder? Nee, eigentlich nicht. Nein, noch nicht, okay. Vielleicht ist das auch einfach nur so eine Erfindung von der Person, die den Oralsex gern haben möchte. So eine Männerausrede irgendwie so, hey, das hilft bei Halsschmerzen. Mein Freund. Punkt, Punkt, Punkt. In Bezug auf Oralsex. Liebt Oralsex. Meine Freundin mag kein Oralsex. Warum? Fragezeichen. Möchte das Schlucke beim Sex. Okay. Beim Oralsex. Okay. Mein Freund oder meine Freundin. Punkt, Punkt, Punkt. Ist scheiße. Mein Freund findet Oralsex ekelig. My boyfriend thinks Oralsex is disgusting. Oh my God. Okay. Eklig im Zusammenhang mit Hygiene. Man muss sich ja nicht immer vorher gewaschen haben, bevor das passiert. Ja, es kann auch einfach... Ja, du lachst jetzt, aber... Ist Oralsex... gesundheitsschädlich? Schwer? Anstrengend? Maybe healthy? Okay, was glaubst du? Ist Oralsex healthy? Of course, if you love someone, why not? Ist Oralsex normal? Ja, das habe ich schon mal schon lange so selbst gegoogelt. Ah, okay. Normal finde ich ihn auch. Und krebserregend finde ich ihn nicht. Dieses krebserregend, das verstehe ich nicht so ganz. Also verstehe ich auch nicht. Das ist ein bisschen bizarr, aber gesund denke ich schon. Also hast du da schon mal drüber nachgedacht, wenn du selber im Akt warst quasi, ob das überhaupt gesund ist? Nicht währenddessen, aber vielleicht schon mal drüber nachgedacht. Okay, sehr gut. Muss man Oralsex? Ja. Mögen, genießen, dafür bezahlen. Dafür bezahlen? Können, würde ich sagen. Können? Definier das mal. Wenn ich sie mit den Zähnen mache, ist das kein Können, wenn man so möchte. Okay. Muss man beim Oralsex verhüten? Also verhüten, wenn man die nicht kennt, auf jeden Fall. Wenn man eine Freundin, eine feste Freundin ist, wieder was anderes. Und das andere war? Das muss man Oralsex haben? Muss man nicht, nein. Also wenn man nicht möchte, muss man nicht. Naja, muss man nicht, aber ich glaube, es ist schon schön, das zu haben. Was ist daran das Schönste am Oralsex? Ich finde, das gehört schon dazu, dass man es mag, aber ich finde es auch ein Stück weit eine Sache, die man für seinen Partner tut. Okay, muss man auf jeden Fall mal ausprobiert haben, ne? Orgasmus ist ja nicht schlecht, ne? So nebenbei mal oder irgendwas, ne? Nebenbei mal so ein Orgasmus. Genau, so einfach mal so zack und dann... weiterarbeiten oder was? Wenn ihr noch mehr über das Thema erfahren wollt, dann geht auf Amorelie oder probiert es selber aus.